So, meine Freunde, also ich habe mich jetzt hier mal nach oben teleportiert. Ich habe, glaube ich, das Prinzip habe ich schon verstanden. Also ich muss auf alle Fälle immer auf diese Teleporter sehen, dass ich dort rüberkomme. Und jetzt muss ich mich hoch teleportieren. So, und jetzt sind wir hier und da muss ich mich in die Tiefe stürzen, oder? Wie sieht sonst aus? Wie kriege ich sonst die Dinger? Ja. Und hab nicht gekriegt. Ach, alles klar. Nochmal. Oh, das ist ja wieder das. Ah, oh ja, jetzt muss ich sehen, dass ich nicht abstürze hier. Oh, das habe ich auch rein gehabt. Also das ist, oh, das ist nicht so noch mein, muss ich ehrlich sagen, dieses blöde Gefliege hier hin und her fliegen, das, also das, naja gut, aber es nützt ja nichts. Wir müssen ja irgendwie, wir haben noch fünf so eine Dinger, die wir öffnen müssen. Also, gehen wir erstmal hier rüber, jetzt kommen wieder diese blöden Fledermäuse, oder? Ne, da drüben sind Spinnen. Da war ich schon nochmal, glaube ich. So, da kommen wir hierher, genau. Oh, hau ab, du dummes Spinnenviech. So, und jetzt hier rüber zu diesem Teleporter, alles klar. Und jetzt muss ich sehen, hochteleportieren. Jetzt muss ich mir irgendwie einen Trick einfallen lassen, wie ich diese Dinger treffe. Ist ja auch nicht so, dass du einfach losspringen kannst und fliegen kannst. Hab ihn nicht erwischt. Knapp drüber. Oh, danke. Das hat er mir auch wieder. Knapp. Und wenn ich jetzt so hoch fliege, schaffe ich es nicht. Da ist der Weg zu kurz. Oh, das ist nur, das ist nach meinem Geschmack, ehrlich. Muss ich wirklich sagen. Aber nützt ja nichts. Das muss ich irgendwie lösen. Irgendwie muss ich das jetzt hinkriegen. Aber ich denke mir mal, ich werde hier mal einen Cut machen. Ich glaube nicht, dass ich euch das zumuten kann, wenn ich jetzt hier 2 Stunden versuche, die Dinger zu erwischen. Denn darauf wird es hinausgehen, weil ich da absolut, ich sag's jetzt ehrlich, wie ich kein Geschick dazu habe. Mit diesem Fliegen, dass ich die öffne. Bin jetzt nicht schon 3 oder 4 Mal bin ich jetzt da lang geflogen und habe noch nicht einen erwischt. Also, und ich brauche noch 5. Also, ich mache jetzt mal einen Cut. Ihr wisst, wie das hier funktioniert. Also, heute doch mal mitschneiden, mit dem Schnitt. Alles klar. Wenn ich die Dinger zusammen habe, dann melde ich mich wieder. Alles klar, bis gleich. Also, meine Freunde, ich brauche jetzt noch 2 so eine Lüfter. Den Alien habe ich gesehen. Der hängt hier irgendwo in der Mitte, in der Luft. Moment. Den habe ich hier irgendwo gesehen. Und einer muss doch bestimmt noch oben über... Hier ist der eine. Und einer muss noch hier oben irgendwie da über den Teleporter zu erreichen sein. So, aber... Ich treibe das jetzt nicht auf die Spitze. Ich mache hier nochmal einen Cut. Wenn ich die gefunden habe, da hole ich euch wieder. Meine Freunde, Barriere gelüftet. Ich hab's jetzt geschafft. Nach dem, ach, bestimmt 8. oder 9. Versuch beim Runterstürzen das Ding zu treffen. Aber es ist einfacher als man denkt. Moment, ich zeig euch das hier drüben nicht. Doch, ja. Unterhalb dieses grünen Streifens hier ist auch unterhalb dieses grünen Streifens, wo jetzt noch der Kopf hin zeigt, ist hier unten eine Plattform, die ist auch mit solchen grünen Streifen. Die müsst ihr erreichen und dann könnt ihr drüben überfliegen und dann erwischt ihr das Ding ohne weiteres. So, jetzt muss ich gucken, wo hier der Ausgang ist.
Ist das hier unser Gelüfteter? Da hinten ist er, oder? War das hier hinten? Müssen wir hier hinten weiter? Doch, ja, hier hinten müssen wir weiter, wie es aussieht. Ich hoffe's. Ich schmeiße mal ein Irrlicht. Ja, da hinten ist eine Kugel. Da müsste es jetzt doch irgendwie... Hier speichern wir wieder und da muss es doch jetzt hier irgendwie weitergehen. Auf alle Fälle ist hier mal eine Tür. Und hier steht eine Werkbank. Die können wir gleich mal verwenden. Unsere Nova ist nämlich hinüber. Jetzt ist wieder funktionstüchtig. So, und jetzt nehmen wir uns wieder unsere Axt. Wo habe ich die hier geräumt? Die habe ich hier unten. Die tausche ich mal gegen den Zauberstab. 5. Jetzt machen wir das Zeug hier erstmal platt hier. Da hat er doch schon wieder eine Schriftrolle drin. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Das haben wir schon. Gut. Ja, hier noch Heiltrank, einen besseren Heiltrank. Hier steht auch noch ein Heiltrank rum. Hier steht ein Mana-Trank. Pfeile. Das waren jetzt Knochenpfeile. Ich möchte wissen, was dieser grüne Punkt ist. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Ob das hier diese hier sind, muss man mal merken. Das sind 12. Oder die hier. Knochenstrom, keine Ahnung. Oder der Eisbolzen, Stufe 5, glaube ich aber nicht. Dann höchstens das hier. Was könnte es noch sein? Keine Ahnung. Gut. Ist hier drüben noch was? Nein. Auch. Nein, das sollst du nicht. Du sollst doch nicht rumfliegen. Du sollst ja eigentlich nur auf die Balustrade hier drauf. Ja. Ist nichts drin, ne? Hier ist was drin. Jetzt haben wir wieder so einen grünen Punkt bekommen. Also das ist es mal nett. Das ist es auch nicht. Das waren vor uns 17. Oder ist das hier? Lichtexplosion. Kann auch sein. Das sind 14, 12, 14, 17. Ah, das muss ich irgendwie rauskriegen, was das paar Punkte sind. Weiß ich nämlich nicht. So, jetzt stellen wir uns mal hier drauf. Nein, du sollst ja nicht fliegen, du sollst ja einfach nochmal hochspringen. Gut. Spinn, eklige Spinn, dreht schon. Und hier haben wir nochmal Marmor. Gut. Da drüben ist alles weg. Da geht gar nichts. Da drüben ist noch ein Krug. Da ist auch nichts drin. Gut. Gut, das können wir nicht zerkloppen. So, es geht's weiter hier. Wir haben in der Hand. Weiter geht's. Was ist jetzt hier? Wir kümmern uns erstmal um das Gesocks dorthin. Ehe wir uns hier vorne um die Krüge kümmern, machen wir erstmal hier was weg. Kommt her, ihr alten Spinner. Kommt. Oh, was ist denn hier los? Oh, komm, spinn nicht so rum hier mit deinem Aufgebluster. So, weg seid ihr. Im Fenster. Da hinten ist noch einer. Hier kaspert noch einer rum. Noch, oh, noch mehrere. So, hier ist aber jetzt nichts weiter, oder? Nee. Außer, dass wir hier die Axt wieder rausholen.
Und hier looten und plündern. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Oder haben wir ja noch was vergessen? Glaub's nämlich nicht. Und hier vorne sind wir gekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Wir kontrollieren das jetzt aber nochmal. Ob hier vorne noch irgendeine andere Tür war. Glaub's aber nicht. Nee, das ist der einzige Gang. Das ist der einzige Gang, alles klar. Irrlicht. Sarkophag. Öffnen. Trank der Brut. Ach, hier hat schon auch einer versteckt. Was, wo kommst denn du her? Da ist ja noch den Dreckhaufen nicht rausgekommen. Na, alles klar, gut. Also, hier ist nichts weiter. Da hinten ist auch nichts weiter. Ich glaube, hier war nichts. Ne, da ist keine Tür. So, also, wir haben nur die einzigen Weg, den wir nehmen könnten. Das ist hier runter. Gut. Oder nicht gut. Dann haben wir noch einen Sarkophag. Drüben auch noch. Das hier ist auf alle Fälle mal nicht der Hit. Hier kommen wir in die Lava oder was das ist. Müssen wir da drüben lang, da oben lang. Da müsste man ja von hier hinten fliegen. Wir schauen erstmal hierher. Wir schauen erstmal hier rum. Ne, ich glaube, oder wir können auch mal dort drüber schauen. Umsonst ist das dort nicht. So, da gehen wir noch mal hierher. Hoch, komm. Lauf noch mal hoch. Ach, das ist mit diesen Haken. Wir sollen hier... Ne, das ist nichts für uns. Mit den Haken, um Gottes Willen. Wir könnten es probieren, ob wir es schaffen. Aber... Wenn ich die Möglichkeit habe zu fliegen, dann fliege ich doch lieber. Und soll ich die Haken nehmen? So komisch rum, wie ein Affe hier hin und her schwingen. Also, erstmal hierher. Und beim nächsten Versuch fliegen wir bis ganz hoch. Ist hier irgendwas? Ne, hier ist nichts. Hier sind nur ein paar Krüge.
die wir zerdeppern können. Hier ist auch nichts zum Aufmachen. Also ich denke mir, wir müssen ganz hoch. Ich bin im Glum. Nee, hier ist auch nichts weiter. Da keine Tür. Also fliegen wir nochmal zurück. Und beim nächsten können wir da ganz hoch fliegen. Ne, noch höher kommen wir doch gar nicht, oder? Kommen wir noch. Wieso liegt jetzt das Zeug hier? Hat doch vor uns nichts gelegen, keine Ahnung. Wir machen nochmal unsere Buchkünste. Ne, aber hier oben ist er zugegittert. Da kommen wir doch gar nicht hoch. Und dahinter sollen wir. So, jetzt sind wir doch hier. Warum soll ich da hier mit dem Haken rummachen, wenn ich doch fliegen kann? Na kommt, die alter Köder, kommt. Ihr zwei, ihr kommt, kriegt auch noch mal von Latz. Ein Mana-Trank, besserer Mana-Trank, jawohl. So, da ist noch ein Köder. Müssen wir hier irgendwie lang? Und wo sind wir jetzt von hier gekommen? Jetzt habe ich einen Überblick verloren. Oder müssen wir hier weiter? Da müssen wir weiter, wie es aussieht. Ja. Schnauze. Köder, Köder. Da hinten ist auch noch einer. Hat sich versteckt. Gut. Aber ich... Was ist denn hier? Na gut, das lasse ich die Rolle nämlich mit, okay? Aber alles andere lasse ich jetzt liegen. So, ich denke mal, wir müssen hier lang. Ja, ja. Ah, hier sind noch die nächsten Kollegen. Alles klar, komm. Ich muss mein Leben auffrischen. Was willst du? Irrlicht. Das ist nix. Sarkophag. Ja. Müssen wir jetzt lang? Ach ja, ist doch Gott hier. Der Sachs. So, trotzdem muss ich jetzt sehen, wo es jetzt hier weitergeht. Dahinter. Und hier sind wir gekommen. Genau. Und jetzt müssen wir irgendwie hier hinter. Dahinter fliegen. Welcher Seite? Das ist im Prinzip. Ne, ist nicht egal. Ja, wir fliegen mal hier. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir hier unten. Da oben an die Haken kommen wir auf alle Fälle mal nicht ran.
Aber es muss eine Möglichkeit geben, dass wir wieder zurückkommen, dass wir das nochmal probieren können. Auf alle Fälle sind hier vorne Haken. Dass wir wieder hochkommen. Genau. Zack, jetzt sind wir wieder hier oben. Das ist wieder zu früh gewesen, dass ich hoch bin. Oh, 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 oh. Ach, du fixst ein Schleckchen trinken. Auf alle Fälle. Also, das mit den Haken, von Haken zu Haken springt, ich glaube, das wird schon gar nichts für mich. Weil lieber fliegen wir doch hier. Aber ich muss, glaube ich, warten mit dem Boost, bis ich weiter hinten bin. Hoch. So, jetzt gucke ich erst noch mal rein, was ich noch an Irrlichtern habe. Dann habe ich gar nichts mehr. Die zwei ja noch. Oh, 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 oh. Also, das mit den Punkten, das könnten die Lichtexplosionen sein. Keine Ahnung. So, gut, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das hier hinter schaffen. Aber ich bin doch nicht der Mensch, der hier das so durchschwingt hier. Nee. Ich kann wieder nicht dorthin. Da muss es doch einen Weg geben, wie man dort rüberkommt, ohne die Fliegerei hier. Das gibt's ja gar nicht. Verstehe ich nicht. Ohne dass man sich dann überhangeln muss. So, ich probiere das jetzt hier noch ein bisschen und melde mich nachher wieder, wenn ich drüben bin. Alles klar, meine Freunde. Ich will jetzt hier nicht eure Zeit verschwenden, indem ich hier noch Dutzende von solchen Versuchen starte. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck. Alles klar, oder? Gut. So, meine Freunde, ich habe es jetzt geschafft. Irgendwie muss man versuchen, hier auf dem mittelsten Steg erstmal zum Stehen kommen, dass man dann weiter macht. So, aber trotzdem hat mir das überhaupt nichts gebracht. Wie geht's jetzt hier weiter? Da oben eine lang oder was? Nee, da oben kann es ja nicht lang gehen. Jetzt bin ich hier hinten und bringt mir gar nichts. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Hau ab, du dummer Schädel. So, ich habe jetzt hier diesen Ding leer gemacht. Und wo soll ich jetzt hin? Da oben lang? Nee, glaube ich echt nicht. Was soll mir das bringen? Stehe ich, wo geht's denn hier weiter? Unten lang oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich muss doch hier irgendwo weitergehen. Bin ich der Tinner bloß wegen diesem komischen Halbmond-Zauberstab? Habe ich mich jetzt schon eine halbe Stunde abgemüht? Aber ich weiß jetzt nicht, wo es weitergehen soll hier. Und da drüben bin ich doch gekommen, oder nicht? Sind wir von da drüben gekommen? Guck ich da drüben? Nee, da sind wir doch hergekommen, oder? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Doch, wir von hier sind wir gekommen.
Nee, eigentlich nicht. Ich hab doch neues Gesocks. Alles klar. Mach hier weiter. Oh. Haut ab, ihr Spinner. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, hier ist aber was los, Leute. Ach komm, hör auf mit deinem Getanze hier. Da, ja. Hebt er die Arme wie so eine prima Ballerina, als ob er gleich losfliegen will. Jetzt ist noch ein Köder. Oi, oi, halt, komm weg mit dir. Und das, ah ja, hier geht's weiter. Jetzt auf alle Fälle mal. Alle Fälle mal in Tor. Also, wenn er nicht unbedingt diesen komischen Zauberstab braucht, braucht er euch nicht abzumühen, dort hinter zu fliegen. Das ist wirklich, das ist, Hass. Das ist der absolute Hass. Also, ehrlich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, da hinten in der Ecke fast eine halbe Stunde verbraucht. Da hätte ich jetzt schon die nächste Folge oder die nächste, übernächste Folge angefangen. Wenn ich euch das alles aufgenommen hätte. Aber naja, gut. So, komm jetzt. Hier ist noch was, das nehmen wir erstmal mit. Ja, ja. Aber muss mal hoffentlich nicht bald meinen Rucksack voll. Muss man lieber mal auslernen. Da sind wieder Stofffetzen und so ein ganzer Quatsch drin. So noch ein paar Kackhaufen hier. Die kleinen Knochenhaufen, die nehme ich gar nicht mehr mit. Die brauchen wir auf alle Fälle mal nicht. Knochen brauche ich keine mehr. So, jetzt gucken wir mal nach hier, was wir hier noch finden. Da ist noch ein Sarkophag. Marmor können wir mitnehmen. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Licht. Das habe ich es genommen. Dann gucke ich nochmal rein. Also, keine Ahnung, was es war. Also, das hat sich nicht geändert, das hat sich nicht geändert und das hat sich auch nicht geändert. Keine Ahnung, was das für ein komischer Punkt immer ist, den wir aufsammeln. Ich weiß es. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, was das sein soll. Ich will es echt nicht. Ich bin da richtig ratlos, muss ich wirklich sagen. So. Ich weiß es nicht. Das ist wenigstens was Handfestes, das sieht man, das ist ein Block, das ist ein paar Pfeile, alles klar, aber was in den Dingern, ach, hau ab mit dem komischen Schädel. So, also gucken wir nochmal hier lang, was wir hier noch finden. Irgendwann müssen wir ja auch mal langsam zum Ende des Dungeons kommen. Das ist ja jetzt nun schon die vierte Folge, glaube ich. Ja, das ist die vierte Folge, die ich jetzt hier drehe. So, naja gut. Also, wir die Krüche machen noch kaputt. Da gucken wir auch noch rein, was da drin ist. Denn wir haben so gut wie keine Irrlichter mehr. Das wäre schön, wenn wir nochmal ein Irrlicht finden würden. Und in der Werkbank. Kennt man auch gebraucht. Dass wir unser Zeug nochmal reparieren können. Bevor wir ja vielleicht noch zum Endgegner, zum großen Boss kommen. Hier ist nichts mehr. Da drüben ist noch ein bisschen. Eine Vase. Machen wir noch zwei. Was war denn das? Eisschutz. Nee, also Irrlicht wäre mir lieber gewesen als die Eisschutzlotion. Außerdem brauchen wir jetzt keine Eisschutzlotion. Es kommt der Sommer. Da brauchen wir Sonnenschutz. So, hier ist nochmal ein. Ah, gut. Da steht dran, selten. Ich habe das jetzt so oft gekriegt, da kann das gar nicht so selten sein, oder? So, die Krüge zerdeppern wir noch. Ach ja, nehmen wir halt dieses Leuchteding hier. So. Das machen wir noch auf, nehmen wir selber was jetzt. Gut. Alter, kann ich mich ja schon auf den vierten Dungeon freuen. Ehrlich, das soll ja noch schlimmer sein. Ich meine von der Länge her. Eine Werkbank. Gut. So, meine Freunde. Ich mache jetzt nochmal einen Cut hier. Wir haben 33 Minuten weg wieder.
Ich hoffe, dass ich, dass wir mit der nächsten Folge den Dungeon schaffen. Alles klar. Wir an dieser Flamme machen wir erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.